ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treite und das ist das Merkelsche Schwimmbad. 110 Jahre. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das die Gäste wussten oder wissen. Serdal und Aytaç sind Gäste. Du bist aus Nürnberg, erste Mal hier, oder? Genau, erste Mal hier. Okay. Wie hat es dir gefallen? War eigentlich ganz cool. Heute vor 110 Jahren gab es den ersten Besuch hier überhaupt. Wusstest du das? Nö, wusste ich nicht. Hätte das deinen Badebesuch verändert, wenn du es gewusst hättest? Auch nicht. Aber wie warst du? Du bist der Stammgast ganz hier, okay, ne? Ganz okay, ja. Entspannt, ja? Sauna, alles gut, schön und gut, ja. Dankeschön. Ja, Alex und Mini sind auch dabei und 110 Jahre, war das euch bewusst? Ja, selbstverständlich. Man kann ja lesen, es steht ja da dran. Und außerdem bin ich ein uralter Esslinger und habe hier schon mein Seepferdchen gemacht. Nee. Also ich bin mal sage und schreibe jetzt wahrscheinlich 40 Jahre hier in diesem Bad. Okay, also ja. Selbst schon mehr als 110 Mal da gewesen? Ja, mit Sicherheit, 1000%. 20 Jahre Saunagänger, ja. Und es wird aber auch so bleiben. Okay. Aber steht auch, glaube ich, auch dran. Ja, ja. Also von daher beschäftigt man sich als Esslinger auch so ein bisschen mit der Historie. Ja, so als Dauerbesucher, deine Highlights sind auf jeden Fall Sauna, aber was würdest du vielleicht noch wünschen vom Märkischen? Ja, vielleicht eventuell mal eine Dauerkarte. Das müssen wir dann halt dann umrechnen, ob sich das für jeden Einzelnen rentiert. Aber ich denke, wenn man so das ganze Jahr zweimal in der Woche wie ich geht, wäre das schon sinnvoll. Ja. Da sieht man es mal. Dauerkarte ist nicht nur beim VfB gut, sondern auch hier. Danke. Ida und Adrian kommen aus der Schweiz, extra pünktlich zum Jubiläum. Wie war es für euch heute? Also mir hat das Wasser heute ganz gut gefallen. Und es ist ein ganz schönes Hallebad. Wussten Sie, dass heute vor 110 Jahren der erste Besucher das Bad betreten hat? Nein. Kann auch eine Frau gewesen sein, ich weiß es gar nicht, ob das überliefert ist, aber Sie sind auf jeden Fall heute da. Zelebrieren Sie deinen Tag irgendwie anders? Heute, den Vatertag? Ja. Den Vatertag und auf der anderen Seite auch diesen 110-Jährigen? Nein. Nee, wir freuen uns einfach nur auf die Sauna. Schön. Mhm. Stammbesucher zusammen? Ja, schon seit wie vielen Jahren? Vielen, ja. Mindestens 10 Jahre. Ja, und zum Abschluss unseres Jubiläumsbesuchs darf ich hier in der Schaltzentrale neben Angelika stehen und sehe zum Beispiel hier Rabatt 100%. Ich glaube, bei Geburtstagen, oder? Ganz genau, für Geburtstagskinder. Darf man rein. Ich werde auch irgendwann mal älter, also dann komme ich an dem Tag hierher und feiere. Okay. Jetzt freue ich mich erstmal aufs kühle Nass und Sie hoffentlich auch beim nächsten Badebesuch. Ciao, bis zum nächsten Mal. ESTV, Videos aus der Region.